Hallo YouTube, ich habe für euch ein neues Video fertig gemacht und zwar über das Samsung Galaxy Tab 3 mit 8 Zoll. Man kann es mit 7, 8 und mit 10 kaufen. Ich habe dieses Tablet vor ungefähr 2,5 Wochen in der Stadt gesehen. Ich habe etwas mit dem Tablet gespielt und ich habe mich in das Tablet wirklich verliebt. Seit ungefähr 2 Jahren nutze ich eigentlich immer nur Apple. Ich habe zum Beispiel ein iPad Mini. Ich habe ein normales iPad. Und ein iPhone. Es war das erste Mal, dass ich mir mal etwas Zeit genommen habe, mir das Samsung Galaxy Tablet und überhaupt mal Android anzuschauen, mit dem das Tablet hier läuft. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Und es ist ziemlich genial. Das ganze Tablet ist ziemlich beliebt. Man bekommt es in der Stadt bei uns für 410, was ich persönlich etwas teuer finde. Bei Saturn wurde es angeboten für 299 und im Internet bei notebooksbilliger.de für 249 und da habe ich es auch bestellt. Musste am Ende eineinhalb Wochen warten, bis es geliefert wurde, weil es einfach nicht mehr auf Lager war. Ich habe eben noch nachgeschaut, es ist momentan nicht im Online-Shop verfügbar, sollte aber die nächsten Tage wieder verfügbar sein. Jeder, der sich das Tablet kaufen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zu empfehlen. Das ganze Tablet bekommt man in so einer kleinen Box und es sieht so aus. Ziemlich unspektakulär, es passt in eine Hand, fühlt sich aber, obwohl es Plastik ist, doch sehr edel an. Es hat ziemlich wenig Anschlüsse. Standardmäßig hat dieses Tablet 16 GB Flash-Speicher. Man kann es aber erweitern über eine Micro-SD-Karte. Der Anschluss ist hier. Unten sind die Boxen plus die Buchse zum Laden und zum Musikhören, Kopfhöreranschluss. Das war es eigentlich auch schon. Hinten ist noch eine Cam. Und vorne ist auch eine Cam. Von der Cam bin ich persönlich ziemlich enttäuscht, sogar von beiden. Die hinten, die geht eigentlich noch. Ich habe einen kompletten Testartikel fertig gemacht. Der ist auch nach unten verlinkt. Da sieht man ein paar Bilder, wie man sie zum Beispiel mit dem iPad Mini oder dem iPad oder dem iPhone machen kann. Und mit dem Samsung Galaxy Tab. Sie hat 5 Megapixel. Die Bilder sind aber nicht besonders schön. Vorne haben wir 1,2 Megapixel und das kann man eigentlich total vergessen. So ein Tablet ist jetzt natürlich auch nichts, wo man sagen müsste, okay, ich werde jetzt damit die nächste Zeit meine ganzen Urlaubsfotos machen. Sind aber eigentlich mittlerweile bei vielen Tablets und Smartphones Standard. Man hätte da vielleicht etwas einbauen können, was etwas besser ist. Das Tablet wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ich werde es einmal anmachen. Man hört, der Sound ist gar nicht so schlecht. Und ist an. Ich würde schätzen, 10, 15 Sekunden, dann läuft das Tablet auch. Und wenn das Tablet an ist, ich habe das schon ungefähr seit 4 Tagen, nutze ich es. Ich habe ein paar Sachen habe ich mir schon installiert, ein paar Sachen habe ich schon abgeändert. Standardmäßig kann man damit sehr viel machen. Der Ton, das war zum Beispiel eine E-Mail, die ich wohl eben bekommen habe. Wir wollen uns das Tablet einmal kurz mit dem iPad Mini anschauen. Wenn ich das gegenüberlege und zum Beispiel noch eine E-Mail und zum Beispiel mit dem iPad die unterschiedlichen Apps mir anschaue, dann kann ich einfach so durchsliden. Das Samsung Galaxy Tab, das hat die sogenannte Touch-Width-Oberfläche. Die persönlich finde ich sie einfach ziemlich cool, weil das ein ganz netter Effekt ist. Es läuft super sauber.
Man kann in den einzelnen Widgets seine Apps anordnen. Für mich als Apple-Jünger war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig die Tatsache, dass ich nicht alle Apps gesehen habe. Jeder, der im iTunes Store seine Apps kauft, bekommt die auch sofort angezeigt. Kann die sich anschauen, kann die starten oder auch löschen. Beim Android 4.1 ist das etwas anders. Also alle, die so wie ich sich das Tablet vielleicht holen möchten und sich wundern, wo die Apps sind, es gibt den Punkt Menü. Dort sind alle Apps, die installiert sind. Standardmäßig ist ziemlich viel dabei, wie zum Beispiel der Google Chrome Webbrowser, Google Plus ist dabei. Viele Apps muss man noch selber dazu installieren. Die einzelnen Apps, die kann man, wenn man möchte, auf den Startscreen legen. Wir werden das zum Beispiel einmal mit Alarm machen. Man muss die App einfach nur anklicken und hinziehen und dann haben wir die schon auf dem Startscreen. Wenn man die dort nicht mehr haben möchte, anklicken, entfernen und sie ist weg. Natürlich unter Menü wird man die immer noch finden. Hier vorne ist das. Die ganze Bedienung ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ich würde aber nicht sagen, dass das wirklich am Android liegt, sondern wenn man viel mit iOS gearbeitet hat, funktionieren ein paar Sachen einfach anders. Und es ist hier in meinen Augen etwas cooler gelöst. Für Smartphones wäre es eigentlich nichts für mich, aber auf so einem Tablet ist das wirklich eine coole Sache, weil man ziemlich viele Kleinigkeiten hat, die einfach einem das Leben leichter machen. Das Erste, was mich etwas gestört hat, ist, wenn man dieses Tablet kauft und es anmacht, man muss einen Account bei Google haben, wie zum Beispiel bei Google Plus, und zusätzlich gibt es noch die Samsung-Apps. Bei dem kann man sich, also bei diesem Store kann man sich anmelden. Jeder, der Dropbox zur Verfügung hat, kann aber durch diese Anmeldung seinen Dropbox-Speicher erweitern von zum Beispiel 2 GB auf 50 GB habe ich mittlerweile. Eine schöne Sache, die dieses Tablet hat, das scheint bei nicht allen Android-Tablets der Fall zu sein. Sollte es nicht so sein, dann könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Am Anfang habe ich das nicht so ganz verstanden, wozu das überhaupt da sein soll. Es gibt so ein genanntes Flipbook. Das Flipbook, das sind eigentlich Flipboard. Das sind eigentlich Zeitungen, die man sich einstellen kann. Man kann sagen, okay, ich möchte etwas zum Thema Wirtschaft haben, zum Thema Musik. Und dann liest dieses Flipboard quasi bekannte Tageszeitungen aus und zeigt die News hier an. Dann kann man ziemlich mit einem ziemlich netten Effekt kann man durch diese Zeitungen durchblättern und sich alles anschauen. Wenn man etwas lesen möchte, muss man es nur anklicken. Dann bekommen wir etwas zum Thema Aldi. Dann kann man durch die einzelnen Artikel durchblättern. Und ganz normal wieder zum Startscreen gehen. Alles in einem. Ein absolut geniales Tablet für einen ziemlich schmalen Kurs. 249 finde ich wirklich nicht viel. Ich würde es im Internet bestellen. Weil die Sache ist einfach in den Städten, man wird leider etwas übers Ohr gehauen. Also mit 410, 419 finde ich etwas viel. Wir haben noch einen kompletten Testartikel fertig gemacht, wo wir einfach mal so ein paar technische Daten verglichen haben. Auch mal Video- und Soundqualität verglichen haben. Ein paar Fotos online gestellt haben. Den kompletten Artikel habe ich unten verlinkt. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt mir einen Daumen hoch. Sollte es euch nicht gefallen haben, Daumen nach unten. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Wenn irgendwas noch unklar sein sollte oder ja, irgendwie spezielle Sachen einfach mal ein bisschen genauer erklärt haben möchte in einem einzelnen Video, hinterlasst einen Kommentar. Ich werde das Video so schnell wie es geht online stellen. Ansonsten alles in einem. Ein super Tablet mit 2 GB Arbeitsspeicher, Quad-Core, 4x1,5 GHz, Android 4.1 kann ich nur empfehlen. Wirklich ein sehr, sehr schönes Tablet. Liegt super in der Hand, lässt sich super bedienen. Allen, die es kaufen möchten, ich wünsche euch damit viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen.